Der Beginn des Jahres 1950 war auch der Beginn des Heiligen Jahres. Gläubige aller Nationen pilgerten in die ewige Stadt. Höhepunkt der Feierlichkeiten war die Verkündung des neuen Dogmas von der leiblichen und geistigen Himmelfahrt der Jungfrau Maria. Papst Pius XII. Verlas das Dogma auf dem Petersplatz in Rom. Europarat in Straßburg. Die Vertreter von 15 Nationen arbeiteten an dem Fundament eines zukünftigen europäischen Staatenbundes. Zum ersten Mal nahm auch eine deutsche Delegation teil. Winston Churchill, der markante Vorkämpfer für ein vereintes Europa, ergriff die Initiative zur Gründung einer gemeinsamen europäischen Verteidigungsstreitmacht. Eines der erfreulichsten Ereignisse des Jahres, die Lebensmittelkarte segnete das Zeitliche. Die Gefolgschaft der Normalverbraucher trug sie feierlich fröhlich zu Grabe. Die kommunistische FDJ wollte zu Pfingsten einen provozierenden Marsch auf Berlin unternehmen. Infolge der entschlossenen Abwehr der Westberliner Bevölkerung endete er an der östlichen Sektorengrenze. Aus dem Marsch auf Berlin wurde ein kommunistisches Volksfest auf eigenem Boden zur Verherrlichung ihrer Lehrmeister und Führer. Eine Moskauer Erklärung erschütterte die Welt. Die Entlassung der deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion ist abgeschlossen. Mit Schrecken und Empörung versammelten sich Menschen aller Volksschichten zu Protestkundgebungen. Die Berliner Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit unter Führung ihres Vorsitzenden Dr. Hildebrandt wurde zu einer von den Kommunisten gefürchteten Tribüne der Aufklärung gegen die sowjetische Tyrannei. Der Marshallplan begann sein drittes Hilfsjahr. 18 Nationen haben durch das weltumspannende Wiederaufbauprogramm ihr Lebensniveau wieder auf eine friedensmäßige Höhe gebracht. Westdeutschland hat seine Produktion seit Beginn des ERP mehr als verdoppeln können. William Foster übernahm in Washington das Amt des Beauftragten für das ERP als Nachfolger von Paul Hoffmann. George Marshall, der Begründer des ERP, wurde US-Verteidigungsminister. Beendigung des Kriegszustandes und Schutz des Bundesgebietes gegen einen möglichen Angriff. Auf einer Konferenz mit den drei hohen Kommissaren nahm Bundeskanzler Dr. Adenauer diese bedeutsamen Entschließungen der drei westlichen Alliierten entgegen. Krieg in Korea, entfesselt durch einen kommunistischen Angriff auf die Freie Republik. Die Hiobsnachricht ging wie ein Lauffeuer um die Welt. Die Nationen der UN schlossen sich zu einer gemeinsamen Abwehrfront gegen die kommunistischen Friedensbrecher zusammen. General MacArthur wurde zum Oberbefehlshaber der UN-Streitkräfte ernannt. Unter der Flagge der Vereinten Nationen befreiten die internationalen UN-Truppen die unabhängige Republik von den kommunistischen Aggressoren. 45 Nationen halfen der Republik in ihrem Lebenskampf für Freiheit und Frieden. Dann kam die ernsteste Wendung in der Geschichte der Vereinten Nationen. Rot-China unternahm eine erneute Aggression auf koreanischem Boden. Die riesige Übermacht von über 1 Million Rot-Chinesen zwingt die Truppen der Vereinten Nationen zum Rückzug. Doch der Kampf für die Freiheit und gegen die Aggression geht entschlossen weiter. Sowjetrussland versuchte durch 7-monatige Abwesenheit den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschlussunfähig zu machen. Der amerikanische Delegierte Warren Austin erbrachte den Beweis für sowjetische Waffenlieferungen an Nordkorea. Der zurückgekehrte sowjetische Delegierte Malik konnte nichts darauf erwidern. Präsident Truman erklärte vor der UN die Bereitschaft Amerikas für eine totale Abrüstung. Rot-China erschien vor dem Sicherheitsrat. Die Stellungnahme seines Delegierten war eine Propaganda-Attacke gegen Amerika und eine Tirade der Lügen. Ein König und ein Dichter starben. König Gustav V. von Schweden und George Bernard Shaw, 94 Jahre alt, Philosoph und Spötter und einer der Unsterblichen der Literatur. Die Glocke der Freiheit wurde nach einer Rundreise durch die USA nach Berlin gebracht. General Taylor begrüßte die Gäste aus 30 Ländern. Dann sprachen der amerikanische Hohe Kommissar McCloy und Oberbürgermeister Reuter. General Clay, der Begründer dieser großen Aktion für Freiheit und Frieden in aller Welt, läutete die Berliner Glocke der Freiheit ein.
Die Landtagswahlen in der Bundesrepublik erbrachten ein schlagendes Resultat. Stärkste Stimmverluste der Radikalen, überwältigende Absage an den Kommunismus. Die Kommunistische Partei verlor in mehreren Landtagen ihre gesamten Sitze. Eine historische Konferenz festigte die Solidarität zwischen den USA und Großbritannien. Premierminister Attlee und Präsident Truman trafen sich in Washington zu eingehenden Besprechungen. Die beiden Regierungschefs beschlossen, keine Politik der Beschwichtigung, aber volle Verhandlungsbereitschaft. Das Sportjahr 1950 begann mit den Sensationen der fliegenden Menschen von Oberstdorf. Auf dieser gigantischen neuen Sprungschanze erreichte der 27-jährige Schwede Dan Netzel 135 Meter. Ein Weltrekord und ein großer Augenblick der Sportgeschichte. Die erste internationale Prüfung des deutschen Schwergewichtsmeisters Heinten Hoff war sein Kampf in Mannheim gegen den Amerikaner Joe Wolcott, einen Kämpfer von Weltklasse. Joe Wolcott wurde Sieger nach Punkten, denn Hoff überraschte durch Standhaftigkeit und gute Taktik. Wie immer war das schwerste Rennen der Welt, das Grand National in England, ein dramatischer und ereignisreicher Hürdenkampf. 49 Pferde waren am Start, nur 13 kamen bis zum Ziel. Der Favorit Freebooter siegte mit 15 Längen Vorsprung. Autorennen auf dem Hockenheimring. Die gesamte deutsche Motorsportelite war am Start. Es gab einen dramatischen Zwischenfall. Sieger wurde Helferich Mannheim mit 163 Stundenkilometern. Die Kieler Woche 1950 war die große Leistungsprüfung der Rennjachten und Jollen. Ein unvergessliches Erlebnis für alle Freunde des Segelsports. Das Fußballereignis des Jahres. Schweiz-Deutschland, der erste Länderkampf nach dem Kriege. Das Stuttgarter Neckarstadion tobte und Millionen am Lautsprecher hielten den Atem an. In höchster Gefahr machte ein Schweizer Verteidiger Hand. 11 Meter, ein Bombenschuss führte zum einzigen Tor des Spiels. 1:0 für Deutschland. Zum ersten Mal in Deutschland die unvergleichlichen Harlem Globetrotters. Die phänomenale amerikanische Basketballmannschaft begeisterte und belustigte ihre zahllosen Anhänger in vielen Städten des Bundesgebiets. Kein neues Leid geschehe aus Leidenschaft und Widersinn, dass nicht neue Zerstörung komme. Auch mein Wunsch kann kein anderes sein. Er sucht auf vor allem die noch in die Gefangenschaft gebundenen, die Kranken und die Alten, die Heimatlosen und die Zerbrochenen. Mein Wunsch soll stärkend an die Seite ihrer Wünsche treten. Die ganze freie Welt begrüßt die Entscheidungen von Brüssel. Eine Konferenz von außerordentlicher Bedeutung schuf eine neue Perspektive westlicher Gemeinsamkeit. Die Außen- und die Verteidigungsminister der 12 Atlantikpaktstaaten beschlossen in Brüssel die sofortige Bildung einer gemeinsamen Verteidigungsstreitmacht in Europa gegen die kommunistische Bedrohung. Die Einbeziehung der Bundesrepublik Deutschland in diese neue internationale Gemeinschaft wurde ebenfalls auf der Brüsseler Konferenz geklärt und soll in direkten Verhandlungen mit der Bundesregierung entschieden werden. General Eisenhower, im Kriege der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, wurde vom Atlantikrat zum Oberstkommandierenden der neuen Atlantikarmee ernannt. Bereits Anfang Januar wird General Eisenhower seine erste Inspektionsreise durch die europäischen Staaten unternehmen.
Eine Silvesterüberraschung? In München-Geisel-Gasteig wurde ein sprechendes Schwein entdeckt. Es ist erst 5 Monate alt und spricht schon wie am Schnürchen. Tusnell da, sag doch mal was. Na? Ich wünsche Ihnen für 1951 recht viel Schwein.